Zuständig für Maschinenreparaturen, dann mache ich Entwicklung und Entwicklung für Prototypenbau, bin dann auch noch für Vorrichtungsbau, Lehrebau, alles was der Schlosser braucht, um rationeller arbeiten zu können. Das ist im Großen und Ganzen das meiste, was ich mache. Mit welchen Materialien arbeiten Sie hier? Hauptsächlich Stahl, Flachstahl, Rohre, aber auch Aluminium, Kunststoffe. Alles, was man braucht für technische Sachen zu machen. Wie lange dauert eine Fertigstellung von einem Garagentor? Das kommt darauf an, welche Ausführung vom Tor. Also ein ganz normales Garagentor hat eine Lieferzeit ca. 4-5 Wochen. Aber die reine Fertigungszeit ist sicher in einer Woche gemacht. Welche Voraussetzungen und Fähigkeiten muss ein Auszubildender hier haben, dass man hier arbeiten kann? Gut, erstens muss er mathematisches Verständnis haben. Im Rechnen muss er also gut sein. Er muss teamfähig sein. Er muss keine Angst vor schmutzigen Händen haben. Welchen Abschluss muss man für diese Ausbildung hier haben? Hauptschule oder Werkrealschule ist also Mindestvoraussetzung. Und wie lange dauert eine Ausbildung? Die dauert 3,5 Jahre. Und welche Aufgaben hätte denn ein Auszubildender hier? Also unsere Auszubildenden sind im ersten Jahr in der Schule, ganzjährig. Und dann durchlaufen sie alle Abteilungen bei uns im Betrieb, auch die Konstruktion, also im Büro. Sie sind auch mal eine Zeit lang in der Schreinerei und arbeiten mit Holz. Sie sind auf der Montage und dann in der Entwicklung. Also sie durchlaufen die meisten Abteilungen bei uns im Betrieb, dass sie alles gesehen haben und alles mal gemacht haben. Gibt es eine bestimmte Arbeitskleidung für diesen Job? Ja, also angebracht in der Schlosserei ist vielleicht Sie sehen es bei mir, etwas dickere Jacke beim Schweißen, dann die persönliche Schutzausrüstung wie Ohrschutz, Brille, Helm zum Teil, Sicherheitsschuhe ganz wichtig, Handschuhe, das ist also das, was man anziehen muss. Und die schützen dann auch, also zum Beispiel die Sicherheitsschuhe, falls das runterfliegt? Selbstverständlich, ja. Wieso haben Sie sich für diesen Beruf entschieden? Ursprünglich habe ich ja mal Werkzeugmacher gelernt. Und bin dann einfach da geblieben, wo ich war und ist einfach so durch die Jahre so geworden. Und wie lange arbeiten Sie schon in diesem Beruf? Also ich bin 1972 in den Betrieb gekommen als kleiner Lehrling und seit dort bin ich hier, also fast 40 Jahre. Arbeiten hier viele weibliche Mitarbeiterinnen? Also speziell in der Schlosserei nicht. Aber in der Konstruktion haben wir zwei technische Zeichnerinnen. Wieso würden Sie uns diesen Beruf empfehlen? Gut, der Beruf ist hauptsächlich was für jemanden, der nicht am Schreibtisch sitzen möchte, der was mit den Händen fertigen will, also was kreativ machen möchte. Dann bedanke ich mich, dass ich Ihnen heute so Fragen stellen durfte. In welchem Lehrjahr befindest du dich? Ich bin jetzt mit dem dritten Lehrjahr fertig und im September komme ich ins vierte. Was hast du im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr gemacht? Das erste Lehrjahr war Vollzeitschule in Überlingen. Im zweiten Lehrjahr wurden uns hier im Geschäft die Maschinen näher gebracht, einfache Arbeitsgänge gezeigt und wir wurden eigentlich ins Geschäft eingeführt und eingearbeitet.
Auf welche Berufsschule muss man dann gehen? Also gewerbliche Berufsschulen. Wir gehen jetzt nach Friedrichshafen zur Claude-Dunier-Schule. Was unterrichtet man dort? Also speziell grundlegende Fächer wie Deutsch, Ethik, Wirtschaft, Gemeinschaftskunde. Das sind dann eher die Nebenfächer und hauptsächlich Fachtheorie in verschiedensten Formen. Gibt es auch für dich eine bestimmte vorgegebene Kleidung? Vorgegebene Kleidung in dem Sinne nicht, außer Sicherheitsschuhe, eine Baumwollhose am besten fürs Arbeiten. Und selbst sucht man sich dann noch Sachen raus, lange ärmelige Kleidung, weil es einfach ein besserer Schutz gibt. Wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden? Ich wollte einen Beruf, ein Handwerk lernen, wo ich noch mit den Händen arbeite. Sitzen vorm Computer liegt mir nicht so. Und Metall hat dann durch Praktikums mir am besten gefallen. Dann bin ich hierher gekommen. Mit welchen Arbeitszeiten muss man beispielsweise als Azubi rechnen? Die volle 40-Stunden-Woche und wir haben dann noch Gleitzeit. Das heißt, wenn wir mal etwas mehr arbeiten, können wir an einem anderen Tag früher gehen. Wie hoch ist das Gehalt? Das Gehalt steigt von Lehrjahr zu Lehrjahr. Dass immer eine Steigerung drin ist, weil man immer mehr Arbeit machen darf und mehr machen kann. Und arbeiten viele weibliche Azubis als Konstruktionsmechanikerin? Bei uns in der Klasse ist jetzt ein Mädchen, aber momentan hat es mehr Männer wie Frauen. Wieso würdest du diesen Beruf weiterempfehlen? Also es ist ein vielseitiger Beruf. Man lernt eigentlich in allen Sparten was. Und die Arbeit, wenn eines Arbeiten Spaß macht und man keine Angst hat, dreckige Hände zu machen, ist das eigentlich der ideale Beruf. Und mit welchem Material arbeitest du dann eigentlich hauptsächlich? Meistens Stahl in verschiedenen Profilen, Materialstärken, Blechen, hin und wieder auch Kunststoffteilen. Okay, danke fürs Interview.